Hey, I got a confession. Machen die Binde. Oh. Been losing all momentum. Just because it's easy. Well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. Freunde, ich habe mir heute mal gedacht, ich mache einfach mal wieder ein Infovideo. Und zwar ein Video, was euch möglichst viel Mehrwert gibt und euch mal ein bisschen aufklärt über den deutschen Basketball vielleicht auch. Denn ich bin Teil des deutschen Basketballs, ich bin Basketballprofi hier bei den Chemnitz Niners. Wir sind jetzt aus der Pro A in die, BBL aufgestiegen. Ich habe letztes Jahr beziehungsweise die drei Jahre davor eine Doppellizenz in Braunschweig gehabt. Davor habe ich in meinem Heimatverein in Paderborn auch Pro A gespielt und habe mich sozusagen von der Jugend, von der JBBL über die NBBL in die Pro A auch gearbeitet. Danach Doppellizenz, erste Liga und Pro B gespielt. Und dann bin ich jetzt wieder sozusagen in die Pro A gegangen nach Chemnitz und jetzt sind wir wieder aufgestiegen. Und nächstes Jahr spiele ich hier in Chemnitz nur noch BBL. Das ist mein Weg. Was euch aber interessiert, was viele von euch mich gefragt haben, ist, wo ist der große Unterschied zwischen Pro B, Pro A und BBL? Wie ist das Niveau? Wie ist der athletische Unterschied, der spielerische Unterschied? Und das möchte ich im heutigen Video erklären. Vorher wollte ich euch einmal nur kurz sagen, ich bin jetzt vom Jungsurlaub in Sylt sozusagen wieder zurück. Das war echt eine coole Zeit, richtig entspannt gewesen. Jetzt steht wieder richtig Training auf dem Programm. Wir sind schon wieder komplett in der Halle, geben richtig Gas, damit wir für die BBL gewappnet sind. Und ich zeige euch jetzt nochmal kurz zwei schnelle Clips, beziehungsweise die laufen jetzt wahrscheinlich hier schon im Hintergrund. Das war sozusagen von den Playdowns damals in der NBBL. Das waren meine einzigen zwei Spiele, die ich für die NBBL in meinem letzten Jahr in Paderborn gemacht habe. Und zwar gegen Braunschweig. Das war ganz witzig, da habe ich schon gegen Lars Lagerpusch und so gezockt, die da auch noch in der NBBL gespielt haben. Und da hatte ich meinen ersten Alley-Oop-Dunk und dann noch einen anderen nicen Face-Dunk, den ihr hier jetzt schon seht. Und die wollte ich einfach nur noch zeigen. Und jetzt geht's los mit dem richtigen Video zum Thema Pro B, Pro A, BBL. Wo ist der große Unterschied? Auch im Gehalt. Viel Spaß. Punkt 1. Gehen wir mal von der JBBL zur NBBL, U16 zu U19. Damals war es so, dass man aus der U16, da gab es halt noch viel, viel weniger Teams sozusagen in der U16. Jetzt gibt es ja richtig viele U16-Teams in Deutschland. Von daher, wenn ihr sozusagen auch von irgendeinem Kuhkaff oder so kommt, versucht wirklich im Sommer zu ganz, ganz vielen Tryouts zu gehen, um halt in die JBBL-Team zu kommen, weil da habt ihr erst eine Plattform, wo halt wirklich gescoutet wird, wo euer Talent halt gesehen werden kann und wo ihr vor allem gutes Training bekommt und halt wirklich Konkurrenz habt, die euch auch im Training fordert. Das heißt, wenn ihr jetzt unter 16 seid, solltet ihr versuchen, immer zu Tryouts zu gehen. Genauso mit der U19, wenn ihr Spätzünder seid, versucht immer im Sommer zu Tryouts zu gehen. Das ist mein Tipp Number One. Und mein Geheimtipp dabei ist, wenn ihr bei Tryout seid, ist natürlich immer so, okay, du hast nur einen Tag, du musst dich zeigen und so. Viele sind da immer super aufgeregt und das kann man halt hundertprozentig verstehen. Was aber fast niemand macht, ist super sozial zu sein. Versucht echt mal jedem die Hand zu schütteln, allen Hallo zu sagen, sozusagen so sofort schon die Captain-Rolle im Tryout anzunehmen und halt wirklich viel zu reden, euch natürlich in der Defense so den Arsch aufzureißen. Und alleine das wird schon viele Trainer sehr, sehr imponieren und dann sozusagen eure Leaderfähigkeit zeigen, die sehr, sehr wichtig ist und in jungen Jahren noch nicht so ausgeprägt ist. Von daher, wenn ihr das schon habt und wenn ihr das schon mitbringt, habt ihr auf jeden Fall schon einen fetten Steinebrett, was halt super unabhängig ist, auch von eurer basketballerischen Fähigkeiten. Biggest Tipp sofort am Anfang mal rausgehauen. So, um 16 und 19 am besten immer in den besten Verein kommen, wo ihr das beste Training habt und die beste Konkurrenz habt. Part 2. Solltet ihr sozusagen in der NBBL wirklich performen oder in der JBBL schon und vielleicht sogar auch über die Nationalmannschaft euch schon empfohlen haben, auch für Herrenteams, werdet ihr oder solltet ihr schon mit 14, 15 anfangen, in Oberliga-Teams, Regionalliga-Teams, erste Regionalliga oder zweite Regionalliga zu starten und versuchen da halt schon mal Erfahrungen auf dem körperlich viel, viel tougheren Niveau, dem Herrenspiel halt sozusagen anzukommen. Bei mir war es so, das lief halt parallel. Ich habe JBBL gespielt, gleichzeitig halt schon dritte Herren und dann NBBL, zweite Herren und dann halt auch sowieso NBBL nur noch eigentlich erste Herren. Und also der erste Herren war sozusagen Pro A. Was aber halt nicht, Paderborn hat mich super gefördert, da bin ich unendlich dankbar. Das war wirklich richtig, richtig schön und richtig, richtig gut, dass ich da die Möglichkeit bekommen habe, sofort immer so hoch zu spielen und halt immer sozusagen
einen Ticken über meinem Leistungsniveau zu spielen. Das heißt, ich musste mich immer auf das neue Level hieven und dann habe ich schon die Chance bekommen, in einem anderen Team zu spielen. Das heißt, von der dritten Herren in die zweite Herren und dann in die erste Herren mitzutrainieren, um mich da dann halt durchzusetzen. Das hat mich halt wirklich gefordert und ich hatte halt, ja, wie ich sozusagen immer das neue Level erklommen habe, ist halt durch tägliches Training, habe ich auch schon ganz, ganz oft erzählt, dass ich vor der Schule im Werfen war, dass ich in den Freistunden die Trainer mir ermöglicht haben, in den Freistunden Individualtraining zu machen, mich abgeholt haben, meine Athletiktrainer, wir dann Krafttraining gemacht haben in den Freistunden und ich dann sozusagen abends nicht nur Jugendtraining hatte, sondern Jugendtraining und Herrentraining hatte und am nächsten Morgen manchmal schon wieder vor der Schule Wurftraining. Hört sich viel an, war auch viel, aber ich habe es geliebt, mir hat es Spaß gemacht und so konnte ich halt immer wirklich mich verbessern und immer an das neue Level anpassen und so relativ schnell besser werden und halt auch sozusagen mich in der Pro A festsetzen. Und da habe ich dann halt den Vertrag in Braunschweig bekommen, wo ich eine Doppellizenz gespielt habe. Dort habe ich mich halt sozusagen am Anfang auch hochgearbeitet, habe sogar ein Spiel gestartet und genau da kam der erste Ermüdungsbruch, kamen noch zwei weitere Ermüdungsbrüche. Dann im letzten Jahr habe ich mich nicht so ganz geschafft, in die Rotation zu kämpfen. Wir hatten auch ein richtig starkes Team, haben Playoffs gespielt. In Playoffs habe ich dann ein bisschen gespielt gegen Bayern München. Und dann bin ich jetzt hier nach Chemnitz gegangen, um halt hier Pro A wieder zu spielen, wieder hier eine Mission zu haben, aufsteigen zu wollen, wirklich in einem richtig guten Team zu spielen, super viel zu lernen vom Coach, was halt auch geklappt hat. Und ja, jetzt bin ich wieder in der BBL, aber jetzt wirklich zu den Ligen. Was passiert in den Ligen? Also JBBL, klar, zur NBBL viel, viel körperlicher, halt auch schon ein bisschen Taktik, viel, viel mehr Taktik drin in der NBBL. Und dann halt im Herrenbereich wird es eigentlich erst interessant. Vergleichen wir es mal mit der Regionalliga und der Pro B. Es gibt, würde ich halt immer so sagen, die besten Regionalliga-Teams sind so gut wie die schlechtesten Pro B-Teams, kann man irgendwie fast immer schon sagen. In der Pro B gibt es durchschnittlich halt auch jetzt ein Amerikaner, glaube ich, nur noch erlaubt. Dann haben meistens viele Pro B-Teams halt schon noch ein paar europäische Ausländer, EU-Ausländer, weil die sind halt erlaubt. Und genau, es geht ja jetzt darum, diese Local Player, das heißt, dass man sozusagen selbst ausgebildete oder in Deutschland ausgebildete Spieler hat, was eigentlich eine relativ coole Regel ist. Und ja, was halt auch die deutschen Spieler oder die einheimischen Spieler fördert. Wenn man dann mal guckt, okay, erste Regio Pro B, erste Regio ist halt meistens halt noch komplett im Amateurbereich. In der Pro B kann es schon sein, dass halt immer mindestens 2-3 Profis pro Team dabei sind, die halt wirklich auch schon Vollzeit nur Basketball spielen und halt darauf den Fokus haben. Oftmals wird halt nebenher noch studiert und so weiter. Es gibt auch sehr, sehr viele, die nebenher Vollzeit arbeiten noch, auch neben der Pro B, weil halt Pro B sich auch finanziell noch nicht so wirklich lohnt. Also man kriegt zwar auch in vielen Vereinen halt ein Auto oder eine Wohnung gestellt, kommt halt auch mal darauf an und dann kriegt man halt noch Geld, dass man sozusagen auf jeden Fall über die Runden kommt. Ja, kommt halt auch mal natürlich darauf an, wie gut man ist, welches Standing man in dem Verein hat etc. pp. Das ist halt sozusagen Pro B und wenn man da halt richtig gut spielt oder wirklich Pro B gute Stats hat, werden dann auch Pro A-Teams einen anfragen und dann kommt man halt sozusagen in die Pro A und Pro A ist noch ein ganz, ganz neues Level. Da gibt es meistens immer vier, jedes Team spielt mit vier Amerikanern oder vier Ausländern und es dürfen dann immer drei Ausländer auf dem Feld stehen. Das heißt, drei Ausländer stehen auf dem Feld. Manchmal sind es dann nur zwei, manchmal ist nur einer, manchmal auch keiner, aber meistens nutzen die Vereine das, da Amerikaner meist günstiger sind im Vergleich zu deren Leistungsfähigkeit und deren Skills, weil es einfach in Amerika so unendlich viele Spieler gibt, dass sie halt relativ günstig sind, hier nach sozusagen Overseas, nennen die das, zu kommen, also nach Europa zu kommen und sich halt hier auch hochzuspielen. Das ist für die Amerikaner natürlich eine super gute Chance und deshalb, obwohl die sehr, sehr gut sind, sind die meisten nicht so teuer wie die wie die deutschen Spieler, die auch eher ein bisschen so Rollenspieler meistens sind. Also wir Deutschen sind so, das ist halt vielleicht auch ein kleines Problem, dass man schon in der Pro B oder in der Pro A anfängt halt sozusagen die Deutschen in eine Rolle zu stecken. Okay, das und das und das macht ihr und da sind auch schon die Amerikaner, die Playmaker, die scoren, die das Spiel kreieren. Und da gibt es halt auch in der BBL ganz, ganz wenig, das zieht sich jetzt sozusagen durch die Ligen durch und dann in der BBL merkt man so, ja okay, irgendwie gibt es nicht so viele richtige Playmaker, die wirklich Pick and Rolls laufen, die das Spiel aufziehen. Das sind meistens halt die Amerikaner oder die Ausländer, weil wir Deutschen, hört sich auch mal richtig kacke an, aber aus der Pro B und in der Pro A so ein bisschen in die Rollenspielerfunktion gebracht werden. Das ändert sich so langsam aber sicher, weil es halt eine relativ coole Regelung gibt. Wie gesagt, schon in der Pro B, glaube ich, nur ein Amerikaner kann sozusagen auf dem Feld stehen und dann noch, und es müssen immer drei Local Player auf dem Feld sein, das heißt drei in Deutschland ausgebildete Spieler.
Dann, genau, zur Pro A. Da müssen immer mindestens zwei Deutsche auf dem Feld sein. Es können sozusagen nur drei Amerikaner auf dem Feld gleichzeitig sein. Die Vereine werden auch dazu forciert, dass die deutschen Spieler spielen. Da braucht man auch wirklich deutsche Spieler, um das Team voranzubringen. In der BBL ist es so, da gibt es die 6-6-Regelung. Das heißt, es sind 6 Amerikaner meistens in einem Team und 6 Deutsche. Das heißt, du musst mindestens 6 Deutsche in einem Kader haben und du kannst ja ein Spiel nicht zu 6 spielen. Oftmals passiert es halt schon, dass halt 5 Amerikaner gleichzeitig auf dem Feld sind. Aber es kann halt genauso gut auch mal andersrum passieren, dass halt mehr Deutsche als Amerikaner auf dem Feld stehen. Es geht halt nur darum, wie viele Spieler überhaupt im Kader sind. Und ja, jetzt wirklich zu dem Niveau, zu dem Level. Das körperliche Level, also die Athletik, steigt natürlich von Liga zu Liga. Das heißt, von der Pro B zur Pro A ist nochmal eine Stufe athletischer und schneller, das ganze Spiel. Von der Pro A zur BBL ist es auch nochmal eine Riesenstufe, viel, viel athletischer, viel, viel schneller. Jedes Team hat irgendwie 1-2 Monster, die wirklich körperlich überlegen sind oder körperlich einfach krasse Attribute haben, wo man wirklich nicht nur spielerisch oder mit Smartness die ausboten kann, sondern wo man sich wirklich was überlegen muss, wo man genau den und den Spieler doppeln muss, weil die halt einfach körperlich so stark sind oder man halt wirklich für Mismatches spielt. Das heißt, wenn man einen körperlichen schwächeren Gegenspieler auf dem Feld sieht, wird das sofort immer ausgenutzt, zum Beispiel in Low Post rein, zack. Und es werden sozusagen die Mismatches viel, viel schneller ausgenutzt in der ersten Liga wie in der zweiten Liga, oder halt auch von der zweiten Liga wird es mehr ausgenutzt als in der dritten Liga. Das folgt jetzt auch schon zum dritten Punkt, und das ist die Spielintelligenz. Die steigt natürlich auch mit den Ligen, keine Frage. Ich würde fast immer so Spielintelligenz und Spielstil so ein bisschen voneinander unterscheiden, weil Spielstil liegt oft am Trainer, wie das Team spielt, wie die ganze Organisation sozusagen aufgestellt ist, halt auch welche Spieler natürlich in einem Team sind. Das heißt, es kann auch passieren, dass in der Regionalliga ein richtig eingespieltes Team den Ball laufen lässt, Spurs Basketball spielt, und genauso gut kann das halt auch, wie zum Beispiel Alba Berlin in der BBL passieren. Und dazwischen gibt es halt immer wieder Teams, die gespickt sind von individuell superstarken Spielern, die halt aus dem 1-on-1 kommen, wo man halt starke 1-on-1-Spieler hat, die den Gegenspieler schlagen, und da muss eine Hilfe kommen, ein Kickout-Pass und Dreier. Also das ist weniger passen und weniger sozusagen das komplette Teamspiel ist, mehr aus dem 1-on-1 generierte Aktionen gibt. Das gibt es ligaübergreifend, würde ich fast sagen. Es gibt in der Pro B ganz, ganz oft Teams, die wirklich top-heavy sind. Das heißt, es gibt 1-2 Playmaker, über die läuft alles, und die anderen sind halt sozusagen nur die Saubermacher, die Dreier aus der Ecke reinwerfen und nicht wirklich was zu tun haben, in Anführungszeichen. Das gibt es halt auch ligaübergreifend, aber vor allem in den unteren Teams gibt es halt Top-Heavy-Teams, nennt man das, wo halt wirklich 1-2 herausragende Spieler sind, über die alles läuft. Und je höher man kommt, desto schwieriger wird es, so ein Spiel durchzuziehen. Natürlich muss man sagen, dass auch in den Top-Clubs gibt es natürlich die Top-Top-Spieler, die immer einen Vorteil haben in 1-1, die eigentlich durchgehend einen Vorteil haben, durchgehend Mismatches suchen können, weil sie halt immer im 1-1 so stark sind. Aber das ist halt eher die Ausnahme sozusagen in den höheren Teams. Da ist es schon wichtig, auch eine breitere Bank zu haben und 3-4-5 Spieler zu haben, die wirklich kreieren können und das Spiel machen können. Ja, also haben wir Athletik durch, Spielintelligenz durch. Und Skills natürlich auch, ne? Je höher man kommt, desto mehr Skills hat jeder Spieler, und jeder Spieler hat meistens auch dann einen Konter-Move. Das heißt, in der Pro A, Pro B gibt's, ist es zum Beispiel so, dass dann ein Spieler nur eine Sache kann, und wenn man die wegnimmt, dann war es das halt. In der Pro B kann ein Spieler dann schon 2 Sachen, und in der BBL dann schon, okay, gibst du ihm das nicht, macht er das. Gibst du ihm das dann auch nicht, macht er noch was Drittes. Und das ist so eine Sache, die halt auch den Skill und die Fähigkeiten eines Spielers widerspiegelt, und das spiegelt sich auch in den Ligen wieder. Ich würde sagen, das hat es eigentlich ganz gut beschrieben. Zum Gehalt in der Pro B, in der Pro A noch. Pro A ist es schon fast alles Profis. Natürlich gibt es auch Leute, die halt teilweise nicht mehr arbeiten, aber das ist schon fast nicht mehr machbar, denn du trainierst halt 2-mal am Tag. In der Pro A auch, und in der BBL ist eigentlich fast nur Profis. Da wird halt nebenher noch studiert, aber sonst kann man das sehr, sehr gut von leben. Und man kriegt halt auch immer in der Pro A und auch in der BBL ein Auto und Wohnung zur Verfügung gestellt. Und somit hat man auch keine... somit weiß man, was man kriegt. Man geht zum Beispiel zum Verein hin, man hat ein Auto, man hat eine Wohnung, man braucht sich um nichts kümmern, und man kriegt Nettoverträge. Basketball ist immer meistens netto, das heißt, man muss sich um nichts kümmern. Das ist super praktisch und richtig cool. Und das macht es möglich, dass wir, oder ich
bin super dankbar dafür, mein Hobby zum Beruf ausüben kann. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Profi werden wollt und whatever, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir per DM auf Instagram. Ich antworte auf jede Nachricht immer noch. Das ist mein Anspruch als nahbarer Profi. Peace out, macht's gut, euer Luis.